Ich muss da lang. Nee. Da lang. Ja, puh. Also, da muss ich nicht lang. Ja, und mit diesen Eindrücken gerade von dem kleinen Intro melde ich mich hier von einem ganz besonderen Ladeparkkonzept, das ich hier ja mehr oder weniger mitten auf dem Land in Bayern gefunden habe. Und welches Konzept das ist, das erzähle ich euch in diesem Video. Bleibt dran, viel Spaß und bis gleich. Ja, erst einmal starten wir natürlich immer wieder mit den Softfacts. Wo befinde ich mich überhaupt? Ich befinde mich hier in der Nähe des kleinen und beschaulichen Ortes Wattenbacher Au. Und dieser Ort liegt im Prinzip zwischen Landshut und Dingolfing. Ich blende es euch einfach mal über und ich verlinke euch jetzt in Zukunft auch immer zu allen Ladepark-Reviews tatsächlich auch die GPS-Koordinaten unten. Also klickt einfach mal auf den Link und dann seht ihr sofort, wo ich mich hier befinde. Was ist das Besondere hier an diesem Ladepark? Denn ihr seht jetzt im Prinzip nur eine Alpitronic hier hinter mir und vielleicht, wenn ihr hier schaut, da seht ihr noch den Tesla-Laden an dem 50 kW Lader. Das Besondere hier ist eigentlich nicht die Größe oder auch die Art und Weise vielleicht, wie der Park gebaut worden ist. Denn da habe ich euch ganz viele verschiedene Konzepte schon vorgestellt und da seht ihr auch ganz viele verschiedene ja, Dinge, die es halt, die bei unterschiedlichsten Parks eben herausstechen. Ja, dieser Park sticht vor allem wegen einer Sache heraus. Das ist, naja, vor allem der Preis. Der ist nämlich hier bei sehr attraktiven 25 Cent pro Kilowattstunde. Aber das wirklich, wirklich Interessante an diesem Park ist, wie er so betrieben wird. Und zwar kommt der Strom hier zu großen Teilen direkt aus der Biogasanlage, die ihr hier hinten seht. Ja, und dass ihr dadurch natürlich auch diesen attraktiven Preis hier generieren könnt sozusagen, da möchte ich näher drauf eingehen in diesem Video und gar nicht vielleicht so arg über diesen Ladepark hier reden. Vielleicht zu Beginn erstmal, wie arbeitet so eine Biogasanlage, wie sie so hinter mir ist? Also explizit die Anlage hier kenne ich natürlich nicht ins kleinste Detail, aber schlussendlich könnt ihr euch vorstellen, eine Biogasanlage arbeitet heutzutage in den meisten Fällen mit Kraft-Wärme-Kopplung. Das bedeutet im Normalfall, ihr erzeugt Biogas zum Beispiel aus Mais, der hier fast überall um uns herum wächst tatsächlich. Dann wird dieser Mais durch Bakterien zersetzt und das gewonnene Gas wird eben in so einem Zelt, sage ich jetzt mal, über den Behälter praktisch aufgefangen und dann schlussendlich in einen Motor geleitet, der dann wiederum ganz normal das Gas verbrennt sozusagen. Die Wärme davon wird von einem Wärmenetz genutzt. Das haben wir zum Beispiel zu Hause in meinem Heimatort genauso auch. Und der Motor kann gleichzeitig noch einen Generator antreiben und der wiederum erzeugt dann Strom, der halt eingespeist wird. Was ist das Problem bei den meisten Biogasanlagen heutzutage? Die meisten Anlagen sind so Anfang der 2000er rum entstanden und natürlich immer wieder ist die Anzahl gestiegen. Wir haben mittlerweile in Deutschland unheimlich viele Anlagen. Ich blende euch mal die Zahl hier unten ein, die konnte ich mir tatsächlich nicht mehr merken, seitdem ich es recherchiert habe. Aber es ist so, dass diese ganzen Anlagen mittlerweile auch aus dem EEG-Gesetz nach und nach herausfallen. Und das ist eine Schwierigkeit für die Anlagenbetreiber, denn dadurch bleibt natürlich der Preis nicht mehr stabil und kann sich je nach Strommarkt sozusagen dann auch ändern. Wieso ist jetzt deswegen so ein Ladepark, wie er hier gebaut wurde, dann interessant? Naja, ihr könnt dann schlussendlich diesen Strom, den ihr erzeugt, unter anderem in diesem Ladepark hier verladen und könnt dabei relativ viel Geld tatsächlich verdienen gegenüber einer Einspeisung ins Netz. Wir reden aktuell bei Einspeisungen ins Netz, aktuell in Deutschland, ja, so zwischen 7 und 10 Cent, wenn ihr es wirtschaftlich macht. Hier an diesem Ladepark hier kann der Strom aus dieser Biogasanlage hier für 25 Cent verladen werden an den 50 kW Ladern und für 40 Cent an dieser Alpitronic Ladesäule, die ihr vorhin hier im Hintergrund gesehen habt. Also für den Betreiber Gewinnsituation, für diejenigen, die hier laden, weil, wenn man ehrlich ist, auch 40 Cent an dem 150 kW Alpitronic Lader ist immer noch ein Top-Wert eigentlich, ja. Nahezu bei keinem Ladeparkanbieter heutzutage so erreicht. Und dass man natürlich so eine dezentrale Energieversorgung unterstützen muss,
Genau deswegen bin ich heute hier und mache dieses kleine Video über diesen Ladepark. Und jetzt würde ich sagen, nachdem ihr so ein bisschen verstanden habt vielleicht, warum dieser Betreiber der Biogasanlage hier auch einen Ladepark errichtet, würde ich sagen, wir gucken uns einfach mal so ein bisschen die Besonderheiten von diesem Ladepark an. Es sind nicht viele, muss man ganz ehrlich sein, aber so ein paar gibt es. Und da würde ich sagen, wir schwenken einfach mal um. Ja, und weil es auch noch ein ganz interessantes Bild ist, wollte ich tatsächlich noch ganz kurz im Hintergrund mal das ehemalige Kernkraftwerk Ohu zeigen. Ja, Isar 1 und 2, mittlerweile seit gut 1,25 Jahren oder 1,5 Jahren, also im April 2023 vom Netz gegangen, wird jetzt natürlich zurückgebaut. Das heißt, ja, den Kühlturm wird man noch sehr, sehr lang hier praktisch sehen, bis der irgendwann mal wegkommt. Aber hat natürlich über Jahrzehnte schlussendlich die Energieversorgung auch hier für die Region gesichert, muss man auch so neidlos anerkennen. Und schlussendlich seht ihr jetzt halt hier eben noch die Biogasanlage im Hintergrund. Ja, dann gucken wir aber jetzt mal auf den Ladepark, würde ich sagen. Und da seht ihr zum einen die Alpitronic, an der ich gerade eben schon so kurz das Intro mal gedreht habe. Ganz normale 150 kW Standard-Ladegerät, also nichts Besonderes. Ich zeige euch auch gleich noch, wie man hier entsperren kann. Das ist nämlich ganz gut gelöst zum Ad-Hoc-Laden. Und hier seht ihr eben, ihr habt hier den Grundpreis, der eben drüben an der Tafel steht, sehen wir gleich, mit 25 Cent. Und ihr zahlt eben 15 Cent extra, wenn ihr hier mit HPC 150 kW laden wollt maximal. Ja, der Bereich hier ist auch relativ neu. Seht ihr, alles schön neu angelegt, auch frisch mit Gras bepflanzt. Ihr habt hier eine kleine Bank, wo ihr auch dann sitzen könnt und so ein bisschen die Sonne genießen könnt, die jetzt leider schon weg ist. Und dann kommen hier die 50 kW Lader. Davon gibt es hier am Standort insgesamt zwei Stück. Einmal den hier und einmal hier drüben. Und was ich auch ganz cool fand, ähnlich wie in meinem Video in Burgwedel, eben auch ein Staubsauger, an den ihr, ja, wenn ihr die zwei mittleren Parkplätze nutzt, auch saugen könnt. Und das für 50 Cent 4 Minuten lang. Also an der Stelle könnt ihr eben die Ladepause auch doppelt nutzen. Was ich auch immer ganz gut finde, ist tatsächlich, wenn ihr ja, Mülleimer habt, so wie hier. Also perfekt einfach, um den Müll gleich zum Entsorgen. Generell ist es sehr, sehr sauber, muss man sagen. Aber es ist auch heute sehr windig. Vielleicht hat der Wind auch schon alles weggeblasen. Ja, hier eben die zweite 50 kW Ladesäule. Ihr habt jeweils nur einen Anschluss leider an den Säulen. Heißt, da geht eben auch nicht arg viel. Also der Ladepark hat mehr Parkplätze als Ladeanschlüsse tatsächlich. Und ihr seht hier, hier könnt ihr diesen QR-Code scannen und könnt damit im Prinzip direkt laden, ohne eine App runterzuladen oder so. Ich bin auf eine Seite gekommen, konnte da meine Kreditkarteninformationen bzw. mit PayPal auch bezahlen und konnte dann im Prinzip den Ladevorgang starten an 50 kW. Ja, hier gegenüber ist dann noch ein Schild, wie das Ganze hier abläuft im Prinzip. Da seht ihr auch, wenn ihr eine Ladekarte habt hier vom örtlichen Betreiber, dann sind es sogar nur 20 Cent pro Kilowattstunde. Ohne Ladekarte zahlt ihr 25 Cent, alles netto. Da muss ich tatsächlich mal auf die Abrechnung gucken, was es tatsächlich dann brutto gekostet hat. Und eben auch zusätzlich angebracht, eben weil die HPC-Lade jetzt im Nachgang gekommen sind, eben der Hinweis, die kosten 15 Cent mehr pro Kilowattstunde. Und dann habt ihr hier noch so ein kleines, ja, Häuschen. Tatsächlich, ich hoffe, von der Akustik geht es halbwegs. Ihr habt hier einen kleinen, ja, Regiomat. Der hat im Prinzip alles, was man braucht, um nicht zu verhungern oder zu verdursten. Also von Käse, Eiern, Gürkchen, Würstchen, Steaks sogar, bis hin zu Cola, Fanta, Spezi, alles hier. Und die Preise, muss man auch ganz ehrlich sagen, sind eigentlich ganz okay. Also für eine Cola 1,50 € zu zahlen, da ist man an der einen oder anderen Tankstelle auch schon mehr ausgeraubt worden. Ja, natürlich wird es jetzt wieder den einen oder anderen unter euch geben, der sagt, hey, der ganze Strom, der hier verladen wird, der kann unmöglich hier aus dem Biogaskraftwerk schlussendlich kommen. Natürlich, es ist schlussendlich nur ein, ja, Optimierungsmodell, so eine Anlage wie die Biogasanlage hier, ja, an einem besseren Wirkungsgrad und schlussendlich auch an einem besseren wirtschaftlichen Punkt betreiben zu können. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich befürworte lieber sowas hier, wie wenn man nochmal einen Ladepark baut, der im Prinzip an irgendeinem Kohlekraftwerk oder irgendwas dranhängt und halt eben 100% Kohlestrom, ja, verbrät, der dann halt auf der Ladesäule als grün zum Beispiel betitelt wird, weil er halt in der, ja, Summation
der ganzen Stromzuläufe eben dann grün wird. Ja. Hier hat man halt wirklich zum großen Teil regional erzeugten Strom, den man verlädt. Und deswegen finde ich, ist dieses Modell hier tatsächlich eins, das mir sehr gut gefällt. Mich würde jetzt von euch interessieren, habt ihr sowas schon mal in der Richtung wirklich gesehen, dass eine Biogasanlage oder halt eben auch ein Solarpark oder eine Windkraftanlage. Ich habe euch auch schon den Ladepark in Eckling vorgestellt. Schaut da gerne mal oben ins Video rein, ich verlinke es euch. Sowas schlussendlich ist eine Optimierung und ich glaube, in der Summe aller Faktoren gewinnt einfach jeder. Sowohl der Betreiber eines Ladeparks, der den Strom verlädt und eben auch der Netzbetreiber, der sein Netz ja mehr oder weniger entlastet. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn es so war, dann lasst doch gerne ein Abo da. Kommentiert fleißig und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video. Macht's gut, bis dann. Ciao.